Der Film Winter am Berniner Pass zeigt den vielfältigen Kampf der Berniner Bahn gegen die Naturgewalten im Winter. Zwei Ereignisse dokumentieren, welche Herausforderungen diese berühmte Hochgebirgsbahn bei Schnee, Eis und Orkan zu bestehen hat. Die Dampfschneeschleuder X-Rod D9213 wird für eine alljährliche Sonderfahrt vorbereitet. Durch starke Schneefälle sind fast alle Strecken im Engadin gesperrt. Das ohnehin schon gekürzte Programm wird abgesagt, da eine Schneeräumeinheit in einem Lawinenabgang verunglückt ist und die X-Rod D9213 zur Unglücksstelle vor Mortaratsch abkommandiert wird. Da sonst kein geeignetes Räumgerät zur Verfügung steht, muss die Dampfschleuder das Gleis durch die Lawine zur entgleisten Räumeinheit für den Hilfszug freimachen. Mühsam bahnt sich die Dampfschleuder ihren Weg durch die bis zu 3 Meter aufgetürmten, mit Holzstämmen durchsetzten Schneemassen. Szenenwechsel. Der Einsatz der Schneeschleuder X-Rod ET9219 führt von Pontresina nach Alpgrüm, um Schneeverwehungen zu beseitigen. Kurz vor Alpgrüm bleibt die Einheit mit dem Räumer im fest verpressten Schnee stecken. Nach vielen mühsamen Versuchen kann der Triebwagen wieder befreit werden, entgleist aber wenige hundert Meter weiter. In herrlicher Gebirgskulisse, aber unter schwierigsten Bedingungen wie Orkanstürmen, werden wir Zeuge einer dramatischen Rettungsaktion. Die Fahrgäste auf der grandiosen Berliner Strecke ahnen kaum, welcher Anstrengungen es bedarf, um diesen Reisegenuss zu ermöglichen.